Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Minecraft After Humans. Hier in unseren, ja, toll gebauten, was ist denn hier? Okay, keine Ahnung, warum die da ist, habe ich wahrscheinlich vergessen abzubauen. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder da seid, ich freue mich. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja hier noch ein bisschen die Bäume massakriert, um noch ein bisschen Kompost zu machen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Da drüben hatten wir ja schon Sojabohnen angepflanzt, da werden wir jetzt dann auch mal eine Presse bauen, damit wir die auch pressen können. Und dann sollte unser Nahrungsproblem hier auf jeden Fall erstmal beseitigt sein. Die Holzstämme haben wir stehen lassen, die müssen wir dann vielleicht auch noch mal kürzen, das werden wir jetzt alles mal schnell machen, damit wir hier so ein bisschen, ja, ich sage mal, vorankommen. So, den kann auch hier rein. So. Mal den hier rein, zack, fertig. Und hier haben wir den Rest rein. Oh, wir haben natürlich sehr viel Rest. Egal. Dann hat der hier halt am längsten zu tun. Das ist wieder was ganz anderes, ne? Na klar. So. Hat ein bisschen was zu tun. Ja, wie ihr seht, die Texturpacke sind geändert. Ich habe jetzt Texturpacks drin, eher gesagt. Und ich hatte ja tolle Ideen von euch bekommen. Meistens auf Facebook. Warum schreibt ihr das nicht unter die Videokommentare? Denn kann ich das gleich hier direkt, ja, sage ich mal, benutzen und nicht bei Facebook dann erstmal gucken und suchen und was guckst du mich so an? Ja, auf jeden Fall schön, haben wir tolle Sachen gefunden. Und zwar nehmen wir jetzt die Texturpacks. Warte mal, kann man die so sehen? Ja, wir haben uns hier was ganz tolles zusammengestellt, finde ich echt schön. Vor allem hier, dass die Pflanzen jetzt auch eine eigene Textur haben. Ja, auf jeden Fall. Bisher bin ich mit dem Texturpack ganz zufrieden. Was hast du da? Close to paint name? Was habe ich jetzt gemacht? Down, weg, pull, aus. Hilfe! Hä? Okay. Raus hier. Der liebt mich. Ja, gehen wir mal rüber. Dann sehen wir auch gleich, dass die Pflanzen ganz andere Texturen haben, was echt gut aussieht. Nicht immer diese alte Minecraft-Textur. Guck mal hier, Baumwolle sieht jetzt richtig nach Baumwolle aus. Weizen sieht nach Weizen aus, das sieht auch schön aus. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall vernünftige Texturen hier, finde ich sehr schön. Zuckermelone erwachsen, können wir gleich mitnehmen. Sieht alles ein bisschen vernünftiger aus. Du bist auch fertig? Ja. Entschuldigung. Hab gerade gestreamt, bin ich noch ein bisschen heiser. So. Na, wie unhöflich von mir. Gut, hier wächst jetzt unsere Sojabohnen. Das Feld erweitern wir sowieso noch, damit wir da genug haben. Fährt also auf nicht. Und Weizenfeld müssen wir auch noch erweitern. Aber ich denke mal, wir haben jetzt genug zu essen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch zwei Brote. Das haben wir auch noch. Wir sollten erstmal ein bisschen Essen haben. Und dann werden wir da oben auch noch weiter bauen. Wir haben echt viel zu tun. Jetzt muss ich nur mal gucken in die Kisten. Ich wollte das eigentlich vor der Aufnahme machen, habe ich natürlich vergessen. So, hier hatten wir die ganzen Steine drin. Nehmen wir ganz kurz so, hier sind die Ressourcen. Hier ist unser Holz, sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Aber ist ja schöner mit Texturpack als ohne. Wurde sich auch oft beschwert, warum nimmst du kein Texturpack? Was ich natürlich noch brauche, ist Texturen für die Maschinen. Falls ihr da noch eine Idee habt, warte mal, wir können ja mal kurz hier gucken. Die Maschinen haben nämlich keine Textur, dafür bräuchte ich vielleicht nochmal ein Texturpack, damit wir die auch vernünftig hinkriegen. Nehmen wir jetzt hier welche, hier zum Beispiel, die sehen eigentlich immer noch so, ja, komisch aus. Da gibt es bestimmt bessere Texturpacks. Also falls ihr eine Idee habt, schreibt die mal wieder in die Kommentare oder bei Facebook, könnt ihr auch machen. Wer mich da noch nicht hat, Facebook ist auch Xerxes Zockt. Und bei Twitter übrigens auch. Könnt ihr gerne da auch schreiben. Bei Twitter haben mich auch einige angeschrieben. Mit den Texturpacks. Ja, hier, guckt mal. Die Dinger, die sehen ja auch noch nicht wirklich toll aus. Da gibt es bestimmt Texturpacks, die noch besser aussehen. Gut. Was machen wir jetzt? Wir hier hatten wir Essen. Dann kann man das erstmal hier rein. Weizen können wir auch erstmal hier reinpacken. Das kann hier rein. Das ganze Grünzeug auch erstmal, wollen wir nicht in der Tasche haben. Eisen haben wir noch ein bisschen. Hier, die Pfannen sehen jetzt auch echt gut aus.
Salz sieht jetzt nach einem Salzstreuer aus. Ist natürlich unrealistisch, wenn wir einen Berg Salz abbauen und dort direkt im Salzstreuer ist. So, hier hatten wir ja eine Leiter hoch. Das Lager muss natürlich auch noch alles ausgebaut werden. Unser Haus ist ja auch noch nicht wirklich schick. Aber ich wollte jetzt mal ein bisschen vielleicht auf Reisen gehen, dass wir vielleicht noch mal was Schönes finden. Wir werden uns aber vorher noch mal eine Spitzhacke bauen. Wie teilen wir das hier am besten auf? So, Brot kann dahin. Ja, natürlich besser, wenn wir noch ein bisschen was zu essen bei hätten, ne? Unten hatten wir ja noch Weizen, dann machen wir mal kurz noch ein paar Brote. Brote, 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 da. Zack. Haben wir zwei Brote, die müssen wir jetzt noch brennen, ne? Ja. Ja, backen. Können wir wenigstens noch mal einen Toast machen. So. Das Weizen hätte ich natürlich gleich unten lassen können. Super. So, kann wieder weg. Brauchen wir nicht bei haben. Die Eimer nehmen wir vorsichtshalber mal mit. Holz ist auch gut, wenn wir das bei haben. Erde, Eisen nehmen wir sowieso mit. Dann können wir uns gleich nochmal eine Spitzhacke machen, damit wir die haben. Ich würde jetzt gerne auch so mal in eine Höhle gehen. Monster sind übrigens jetzt auch an. Einen Rucksack hatten wir ja auch gemacht. Genau. Schippe. Ja, komm. Machen wir auch noch eine Schippe. Was wir haben, haben wir. Hatten wir denn jetzt was im Rucksack drin gehabt? Nein, da haben wir noch überhaupt nichts drin. Da könnten wir aber mal das Holz reinpacken. Warum baue ich hier eine Axt, wenn ich noch welche habe? Hier können wir auch das Essen erstmal reinpacken und den Eimer. Eisenkohle kann auch erstmal da drin. Erde lassen wir mal hier, falls wir uns irgendwo hochbauen müssen. Die Ho, die können wir auch hier lassen. Warte mal, die machen wir hier in die Kiste. Ist ja mehr oder weniger unsere Anpflanzkiste. Ist ja ganz gut, wenn da die Ho ist. So, bist du fertig? Hab jetzt natürlich das Brot hier. Machen wir noch mal zwei Toast. Gut, weit kommen wir nicht, aber wir kommen erstmal weg. So, wo waren wir denn bisher überall? Wir könnten mal in die Richtung gehen. Da waren wir meines Erachtens noch nicht wirklich. Was bist du denn? Wassergarten. Sieht aber ein bisschen komisch aus, ne? Können wir auf jeden Fall mal mitnehmen, weil da ist Reis und so drin, wenn ich mich recht erinnere. Können wir dann auch anpflanzen. Ja, Mu, ne? Naja, wir können jetzt erstmal gleich schlafen gehen. Möchte ja nicht gleich direkt hier vom Monstern erwischt werden. Gut, geht noch nicht. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Ah, Wildschwein. Da will ich nicht hin. Das beißt nur. Böse kleine Wildschweine. So, jetzt müssen wir aber langsam schlafen können, das ist ja schon stockduster. Ach, da kommen wir ja auch ins Pilzbiom. Gehen wir mal schnurstracks da lang. Was war denn hinter dem Pilzbiom? Wir waren ja schon. Da steht ein Haus, oder? Waren wir da schon? Haben wir hier für einen Garten? Kürbis. Kürbis brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir mal mitnehmen. Ach, das war dieser komische Bahnhof, ne? Oder? Wir waren hier auf jeden Fall. Da ist irgend so ein Erdstapel. Und super, wie ich hier rinkomme. Ja, hier waren die Schienen und so. Hier war sonst nichts weiter, ne? Okay, warum rennt er denn jetzt? Ist hier eine Höhle? Nicht wirklich. Okay, das kennen wir auf jeden Fall schon mal. Da waren wir schon mal. Da ist eine Höhle. Unter Pilzbiom. Hier haben wir Rohstoffe, die können wir mal mitnehmen. Kupfer. Immer Kupfer. Hier gibt es noch Monster, hörig. Ah, hier geht's runter. Hört sich ja schlimm an. Die Höhle großen lieber.
Kohle, die können wir auch mitnehmen. Und hier ist Feierabend. Na super. Aber wir sind schon hungrig, wir sind noch ja nicht weg, ey. Wir haben noch ja nichts gemacht. Kommen wir ja nicht wirklich weit mit unseren vier Brötchen da. Dachte, ein bisschen kommen wir noch weg, aber lohnt sich ja nicht in die Höhle zu gehen. Wir brauchen wohl noch viel, viel mehr Essen, um wirklich mal etwas größere Reise machen zu können. Da wollen wir lang. Wir können uns ja Pilze hier mitnehmen, dann haben wir was zu essen. Hatte ich nicht noch Pilze sowieso bei? Nee, die habe ich natürlich wahrscheinlich zu Hause gelassen. Sollte ich das doch nicht mit der Spitzhacke machen? So müssen wir uns nur gleich ein paar Steine mitnehmen, damit wir die... Ups. Kochen können. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Essen bei. Dann ist es nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen unterwegs sind. Wäre nur wirklich mal ein bisschen hier was erleben und nicht nur da sitzen und mein Feld machen. Wir müssen ja auch echt mal ein bisschen weiterkommen. Wie viel haben wir jetzt so? 19 Stück. Na komm, ein paar holen wir uns noch. Hoffentlich sind es die guten und nicht, dass es die falschen sind, die dann Champignon. Nehmen wir auch mit. Was bist du? Kenne ich nicht. Lass ich lieber hängen. Da unten haben wir überall diese komischen... ja, was sind das? Stelen? Da müssen wir dann später mal mit diesem Taumometer angehen oder wie das heißt da. So, Pilze haben wir genug. Kommt man hier in die Höhle rein? Und bringt das was vor allem? Das ist die Frage. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Und wir brauchen ja unbedingt noch ein bisschen Eisen. Was wir finden, ist immer Kupfer. Kupfer, Kupfer. Wir starven schon. Das ist nur ja nicht gut. So, Kupfer nehmen wir mit. Wir müssen uns auf jeden Fall noch die Schmiede bauen, damit wir das alles einschmelzen können. Aber das kommt nach und nach. Vielleicht können wir uns ja gleich schon mal ein bisschen Lehm mitnehmen, werden wir mal sehen. So, wozu man diese komischen... Was ist denn das? Bernstein braucht, weiß ich gar nicht. Wir haben aber Leben, wofür wir den brauchen. Ah, ist noch. Ein Bernsteinchen. An die Sieht, kann man da draußen einen Ofen bauen? Ich hoffe es. Weil ich werde jetzt nicht weiter in die Höhle gehen und dann verhungern. Und keinen Stein haben, damit ich hier grillen kann. So, gehen wir mal hier hin, wo wir gerade waren. Nicht, dass da ein Monster ist. Und ich, Profi, habe natürlich keine Werkbank bei. So, geht dann natürlich gleich mal Holz drauf. Super. So. Lupt hier irgendwas? Kann man aus einer Siedlung einen Ofen bauen? Kann man machen. Super. Dann werden wir das tun und den Pilze braten. So. Stattdessen können wir hier mal ein bisschen weitergehen. Ich sollte erstmal was essen. Ja, das lohnt wohl sonst nicht, da runter zu gehen. So. Dann haben wir bald vernünftiges Essen und dann klappt das auch. Muss nur noch unser Sojabohnen anspringen. Damit wir uns in Butter und Käse und sowas alles machen können, damit wir dann, ja, sag ich mal, vernünftige Nahrungsmittel bauen können. Ah, die Höhlen taugen hier gar nichts, oder? Bisschen Kohle, ja, super, aber wie wär's mit Eisen oder so? Wir brauchen viel, viel mehr Eisen. Kohle ist zwar nicht schlecht, aber ja, damit werden wir nicht viel bauen können. So, hier haben wir nochmal Kupfer. Da hoch.
Wenn man es nicht sieht, ich habe es gesehen. Ja, und da war es hier schon mal. Kies. Geht's weiter. Gucken wir mal. Ah, okay. Super. Mega klasse. Uff. Nee, hat's gebracht. Bin ich stolz. Wie viel Kohle haben wir? 18. Da oben hatten wir auch noch ein bisschen drin. Wir werden noch ein bisschen mitnehmen. Aua, aua, aua. Das war klar. Aber Kies. Dann Kohle abbauen, gestorben. Wert doch mal. So. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist viel zu wenig Eisen mittlerweile. Nämlich so an früher erinnert, da hat man permanent Eisen gefunden. Ich finde jetzt nur noch Kupfer. Überall finde ich Kupfer. Ich spiele das Spiel hier auch noch privat. So ein bisschen. Und ja, auch dort habe ich echt Probleme mit Eisen. Oder versteckt sich irgendwo anders, das weiß ich nicht. Ach super. Wenn man eilig hat und weiter will. So, die Höhle war eigentlich für einen Arsch, kann man fast sagen. Willst du so fertig? Nee, warum? Ach so, toll. Decken natürlich nur 16er. Naja, müssen wir noch mal kurz warten, damit wir dann weitergehen können. Auf jeden Fall hat uns das Brot schon mal sehr gut satt gemacht und hält ein bisschen. Aber wisst ihr was? Komm, ich nehme dich mit. Und wenn wir dann später ein neues brauchen, dann können wir wieder den Ofen anschmeißen. Keine Lust jetzt hier zu warten, bis der mal fertig wird. Na, das klappt nicht. Können wir unterwegs noch ein paar Pilze mitnehmen. Vielleicht finden wir auch noch mal ein schönes Häuschen. Das wäre toll, aber wird wahrscheinlich schwierig. Im Pilzbiom. Gibt es hier Besonderheiten im Pilzbiom? Außer dass man Pilze sammeln kann. Und die speziellen Kühe? Und was bringen die Kühe eigentlich? Kann man mit denen was Besonderes machen oder sind die einfach nur, ja, weil so ein Pilzbiom sind halt pilzbewachsen. Was haben wir hier schon? Hier sind echt viele Kühe, ne? Also wenn wir mal Pilzkühe brauchen, hier gibt es genug. Ein Wasserding? Gut. Wo geht der hin? Ne, da gehe ich nicht runter. Wer weiß, was mich da unten erwartet. War eben schon erschrocken, dass ich da überhaupt so abgesoffen bin gerade. Oder hätten wir noch mal anderes Holz? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen Holz da mitnehmen. Kann man ja gebrauchen. Holz ist wichtig. Wir wollen ja einiges bauen. Ja. Kann ich hier runterspringen? Ah, musste gehen. Yippie! So. Hoffentlich sind hier keine Piranhas. So wie du da, wa? Was bist du? Du bist ein Piranha, ne? Du bist ein Piranha. Jetzt ist er roher Fisch. Wenn ich mit ihm fertig bin. So, gibt es hier zufällig ein bisschen
Wie heißt das denn, was wir brauchen für unseren Ofen da? Ton, genau. Können wir denn nämlich gleich mitnehmen. Alter, Wasser ist anstrengend gerade. Und hier unten ist besser. Oh! Das ist doch wie ein Piranha. Da. Ich sehe dich doch. Du Mistvieh, du. Tasten abgeworfen. Piranha-Ei, okay. Toll, da stupst er mich an und legt gleich ein Ei. So, Ton, Ton, Ton. Schön mitnehmen. Weil daraus können wir uns dann den Ofen bauen. Und den brauchen wir ja. Da können wir dann auch Eisen schmelzen und so und das verdoppelt sich. Dann sparen wir uns da ein bisschen Eisen oder haben mehr Ausbeute. Pro Eisenstückchen. Wenn wir uns erstmal einen kleinen Ofen bauen, der reicht ja denn. Und später werden wir ihn dann vergrößern. Wie haben wir jetzt? Ja. Naja, nehmen wir so das was anderes. So, also müssen wir hier echt auf Piranha aufs Hof passen. Hier haben wir noch ein bisschen Ton, das nehmen wir noch mit. Einfach was wir haben, haben wir. Sand brauchen wir dann natürlich auch noch. Und Kies brauchen wir. Hier ist eine Höhle. Wir müssen uns da so ein bisschen runterboxen, so, dass wir da nicht gleich verletzt sind oder so, dass wir nicht auch wieder rauskommen vor allem. Rauskommen ist wichtig. Ah, da kommt ja schon Heinz. Der klaut meine. Oh, da kommt noch ein Skelett. Und ich habe, glaube ich, Eisen gesehen gerade. Aua. Bist du Eisen? Du bist Eisen. Boah, boah. Was mache ich denn hier? Ah, Schock, ey. Junge, Junge. Spielst du hier nicht für Erwachsene geeignet? Kein Platz mehr? Warum nicht? Oh, Kreide brauchen wir nicht. Was ist denn hier los, Alter? Warte mal, ich pack ein paar Sachen erstmal in den Rucksack rein, damit wir genug Platz dann wieder haben. Also, Ton kann weg, den brauchen wir jetzt nicht. Piranha brauchen wir ohne in der Hand haben. Die Dinger brauchen wir ohne. So, die können erstmal weg. Aber hier geht's richtig ab, habe ich das Gefühl. Gucken wir mal hier um die Ecke, was hier so los ist. Gar nichts. Na gut, dann werden wir die Folge für heute beenden. Wir haben auch schon wieder ein bisschen Überlänge. Und wir haben Eisen gefunden. Und dann müssen wir mal sehen, wo hier die ganzen Geräusche herkommen. Geht ja hier richtig ab. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Und falls ihr, wie gesagt, ein Texturpack habt für die Maschinen, wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr mir das ja irgendwo reinschreibt, dass ich die wieder mal angucken kann. Okay, Dankeschön. Tschüss.